Willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3 von den Fulltime-Nerds und ich habe mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, ich kann wieder viele schöne blaue Items looten. Und es geht direkt weiter. Wir suchen Alkanus und starten auch schon direkt hier im zweiten Akt. Sie sagt's, Victory. That ability is not yet recharged. Das ist so krass. Dieses Blutbad, das hier der Mönch anrichtet. Dieses scheiß kleines Ding hat hier doch tatsächlich meine Enchantress platt gemacht. Unglaublich. Geht's da irgendwo lang oder habe ich das nur falsch gesehen? Jetzt Road to Alkanus. So, Kinders. Ich habe aber Bock, noch ein bisschen was zu erkunden. Deswegen laufe ich noch mal ganz kurz da hoch. Weil ich habe so eine Vermutung, dass dann vielleicht noch ein paar Elite-Mobs sind. Den hat sie ja mal voll aus dem Bild gekickt. Falls ihr das nicht gesehen habt, noch ein paar Sekündchen zurückspulen. Und mal gucken, wie es das eine Viech aus dem Bild nach rechts, nach außen kickt. Hier könnte ein Event sein. Okay. Oh, Hide Gloves. Sind nett. Oh ja, bitte lass gute Stats haben. Ja. Nicht ganz. Nicht. He is an angel no longer. He has forsaken heaven, Ada. You have been blessed by many. So, nach dem kleinen, ich nenne es mal jetzt nicht Event, sondern nach dem kleinen hier Ausreißer in die Wüste, begeben wir uns dann doch den richtigen Weg. Ups, fast verlaufen, wenn man hier zum Inventar guckt. So.
yet return. Also langsam finde ich den Mönch doch etwas overpowered. Ah ja, Achievement, dass wir alle Schreins hier mal ausgetestet oder jeden Schrein mal gehabt haben. Quiver, mal gucken, vielleicht kann man das Ding auch verkaufen. Heieiei, der hat ja richtig coole Stats. Behalte ich mal, vielleicht kann ich das Ding verklopfen. So, wir verfolgen hier die schöne Straße. You must wait to use that ability. I'm rescued. It's over now. Rest easy. Help us! You can't leave us here! I will free you. Ja, ich befreie sie alle. Rescue would never come. May your wounds heal swiftly, friend. So, noch die zwei da hinten. Und bevor ich jetzt... Da sind irgendwelche Keller, in die man reingehen kann. Aber bevor ich jetzt hier in die Keller gehe, möchte ich alle befreien. Spellbook of the Bear. Was ist denn das sein? Ah ja, das ist für einen Wizard. Gut. Dann Sandy Cellar. Können wir ja kommen. Ja, das war's wohl nicht. Dann wieder zurück, raus nach Arcanus und in den anderen Keller. Wie ihr vermutlich direkt beim ersten Let's Play schon festgestellt habt, ich spiele hier auf Englisch. Das heißt, bin natürlich ein Verfechter von der englischen Sprachausgabe. Hoch. Ja, um mal ganz kurz hier den Satz zu Ende zu bringen. Das heißt, It is?
heavy with sorrow. Und das heißt, wenn ihr irgendwie Probleme habt, hier zu verstehen, was die Leute sagen, wenn ihr kein Englisch sprecht, dann, ja, dann müsst ihr halt leider in den sauren Apfel beißen und das Spiel einfach nur so genießen. Ich hoffe euch natürlich, die Story so gut wie möglich noch nebenher zu erklären. Aber kann natürlich nicht versprechen, dass ihr jedes Detail so ganz akkurat, wie es von den Leuten bei Blizzard vorhergesehen oder vorgesehen ist, erklärt wird durch mich. So, wir haben hier wieder ein schönes Level-Up erreicht. Das heißt, ein paar neue Skills bekommen. Und ich guck gleich mal rein. Deadly Reach. Nö, ich bin, glaube ich, mal hier recht zufrieden mit dem Skill. Dashing Strike. Flash. Ja, testen wir mal. Und ja, können wir auch mal testen, sag ich mal. Aber der Skill gefällt mir allgemein nicht so, weil der hier 75 Spirit kostet, das halt verdammt viel. Da gefällt mir dieser Skill mit der Hand doch schon umso besser. So, ich guck noch mal ganz kurz, was hier noch so ist. So, das war's. Zumindest jetzt von dem kleinen Teil der Stadt. Ich tausche noch mal eben hier einen Skill aus. Die Wave of Light gefällt mir nicht so geil. Wir bleiben mal hier beim Lashtail Kick. Den finde ich noch am geilsten. So, Lair of the Witch. Jetzt finally können wir uns an Magda rächen. No more lies, no more illusions. Now you die. It matters not. While you hunted me, Belial's Imperial Guard captured your little witch, Lia. Soon, her power shall be his. Machen wir jetzt hier die Magda platt. Enjoy the fight. That ability is not yet recharged. Ich hab noch gar nichts drauf. Kaboom! Rest easy, Deckard Kane. She was consumed by shadow. It pains me to see it. When I joined the Coven, it was weak and idle. The leaders were content to do nothing, while the prime evils were imprisoned. I convinced another witch to help me poison them, and together we took control. She left some years later, but I continued, bringing the Coven to glory under Lord Belial.
Tja, wie ihr seht, habe ich eine coole Chest gefunden. Und die Schuhe sind auch nicht so schlecht. Vielleicht gibt es noch irgendwas. Ja. War jetzt, finde ich, nicht so der schwierige Bossfight. Mit der Crippling Wave war der Schaden doch ziemlich überragend. So, return to the hidden camp. Ich glaube, da können wir uns am besten porten. Even as she drew her last breath, Magda swore that her master, the demon lord Belial, would rule our world. That will not come to pass while I still live. So, wir hören uns mal an, was der Tyrell zu sagen hat. Before I killed her, Magda told me that the Imperial Guard had captured Leah. But at the Kasim outpost, the guards revealed themselves to be serpent demons of Belial. Then they must be holding the Emperor against his will. I tremble to think what Belial might do with Leah and her growing power. The only chance we have to rescue Leah is to wrest the Emperor from the grasp of the Imperial Guard. Ashira of the Iron Wolves can get us to the Emperor. I will speak with her. Okay. Uiuiui, da kann man sich ein bisschen was anhören. Dann hören wir uns mal an, was der Tyrell zu erzählen hat. I do not understand why your fall raised the dead. You were an angel. Not just any angel. I was the Archangel of Justice. My fall awoke the vengeful dead who were slain unjustly during Diablo's reign of terror. There was nothing I could do. As my power left my body, I had absolutely no control over it. Chaldeum is the greatest city in the world, the seat of the Empire of Khajistan. A mighty city. It truly is the jewel of the East. Its libraries overflow with undeciphered tomes of arcane knowledge. Its streets cover labyrinthine tunnels. It is a city of wonder and mystery. I do not know how these refugees persevere. Their situation is dire, and it seems there is little hope for them. Where do they find the strength to carry on? Humans are strong. Suffering will not break us. It only makes us stronger. The human spirit never ceases to amaze me. I feel Belial in the very air. I see his shadow behind haunted eyes, hear his voice whispering lies on the wind. He need not bring an army to this city. It is his already. Schön. So, Leute. Dann wollen wir mal hier an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut machen. Und wir gehen zu Ashira und sprechen mit ihr mal bezüglich der Gates of Chaldeum im nächsten Let's Play und schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch.